Ob es mein Mann sein wird, Peter, oder vielleicht auch gar kein Mann? Neben ihrem Ehemann kämpft auch Peter Klein um Yvonnes Liebe. Sie enthüllt, dass er sie regelmäßig anruft, liebevolle Worte sagt und sich um ihr Wohlbefinden sorgt. Frohes neues Jahr, ihr Lieben! Willkommen, meine Ragazzi! Ich hoffe, ihr seid alle gut reingekommen. Ja, Yvonne Wölke ist schon wieder mittendrin im Schlagzeilenstrudel. Ihre Ehe, Peter und ein Babywunsch. Alles dabei. Und natürlich auch noch ein paar Worte über Iris Klein. Und ob Iris und Mr. T noch zusammen sind, was man jetzt schlussfolgern kann, das gibt es am Ende des Videos. Also gehen wir erstmal auf Wölke 7. Die hatte der Bild erzählt, das hatte dann später die Bunte aufgenommen, dass es in ihrer Ehe wohl immer noch nicht so richtig rund läuft. Und ja, Peter wäre ein sehr romantischer Mann. Und wie man daraus deuten kann, ist sie noch am Schwanken, ob es nachher wieder ihr Ehemann wird oder gar Peter oder gar kein Mann. Ja, ich lese es euch mal vor. In einem Interview mit der Bild bestätigt Wölke, dass ihr Beziehungsstatus schwierig ist und Veränderungen durchgemacht hat. Nach 7 Jahren Partnerschaft und 6 Jahren Ehe stellt sie fest, das letzte Jahr war schon sehr verflixt. Wenn unsere Ehe das durchsteht, glaube ich, wird sie für immer bestehen. Wenn nicht, dann nicht. Dann ist es halt so. Diese Offenheit dürfte für Aufsehen sorgen, insbesondere bei ihrem Ehemann Stefan K. Punkt, der weiterhin um die Beziehung kämpft. Die Feiertage verbrachte Wölke getrennt von ihrem Mann und auch Silvester war keine Ausnahme. Es ist kompliziert, gibt sie zu. In diesem Kontext gesteht sie, dass sie Zeit für sich braucht, um ihre eigenen Gefühle zu reflektieren und herauszufinden, ob sie ihren Mann vermisst. Neben ihrem Ehemann kämpft auch Peter Klein um Yvonnes Liebe. Sie enthüllt, dass er sie regelmäßig anruft, liebevolle Worte sagt und sich um ihr Wohlbefinden sorgt. Dabei betont sie, dass er ein sehr netter und romantischer Mann ist. Doch Yvonne stellt klar, wir sind kein Paar. Allerdings verbringen wir doch ab und zu Zeit miteinander. Zusätzlich gibt Wölke preis, dass Peter nicht der erste Mann ist, der sich ohne körperlichen Kontakt in sie verliebt. Das ist schon sehr oft passiert. Yvonne Wölke wehrt sich gegen Anschuldigungen, ihretwegen sei die Ehe zwischen Peter und Iris Klein gescheitert. Sie findet es mega schlimm, dass man ihr immer noch diese Schuld zuschreiben möchte und betont, dass die Verantwortung bei den beiden liegt. Zur aktuellen Situation zwischen Peter und Iris äußert sie, für Peter ist der Zug sowieso abgefahren, für Iris glaube ich noch nicht. Wenn Peter sagen würde, er wolle es nochmal mit ihr probieren, würde Iris sicher zu ihm zurückgehen. Das ist mein Gefühl. Für das kommende Jahr hat Yvonne klare Ziele, viel arbeiten, Geld verdienen und sich eine Eigentumswohnung in Berlin zu legen. Doch vor allem wünscht sie sich Klarheit in ihrem Liebesleben. Ob es mein Mann sein wird, Peter, oder vielleicht auch gar kein Mann, vielleicht möchte ich auch einfach mal ein paar Monate mit mir allein sein. Ich genieße Zeit für mich gerade ziemlich sehr. Wir erinnern uns doch sicherlich letztes Jahr, Anfang des Jahres, nach diesem ganzen Dschungelcamp-Theater, obwohl das geht ja immer noch weiter, beziehungsweise der Kleinkrieg, der daraus entstand. Einer ihrer Gründe, warum sie ja die Nähe zu Peter suchte, war ja laut eigenen Ausgaben ihr Kinderwunsch, ne? Weil Peter da ja Erfahrung drin hat. Also hätte sie sich eigentlich auch an jeden zweiten Mann in Deutschland wenden können, der Vater oder Großvater ist, by the way. Zurück zum Thema. Ja, aber der Kinderwunsch ist jetzt vorbei und ja, das hat sie dann mal so mitgeteilt. Ihr wurde offensichtlich jetzt erst klar, wie alt sie ist. Letztes Jahr war das ja noch nicht wohl ganz, da war sie noch nicht ganz so alt, da war sie vielleicht dann ein Jahr jünger. Okay.
Der Kinderwunsch ist weg, betont sie und erklärt, dass sie in Anbetracht ihres Alters glaubt, dass es an der Zeit sei, ihre Babypläne aufzugeben. Man muss ja auch immer an das Kind denken. Wenn ich 64 bin, wäre das Kind 20. Das will keiner so richtig. Noch Anfang des vergangenen Jahres erklärte das Reality-TV-Sternchen gegenüber Bild, dass sie sich während der Zeit in Australien Peter Klein anvertraute, dessen Erfahrungen als Vater von zwei leiblichen und drei Adoptivkindern und Großvater sie als Trost empfand. Peter war wie eine Vaterfigur für mich. In dem Interview der Bild, da wurde auch noch die Frage aufgeworfen, wie denn die Freundschaft mit Jamila, wie denn da der aktuelle Stand ist. Und Yvonne, wo gesagt hat, das wäre jetzt wohl aus und vorbei, da wäre wohl auch irgendwie nichts mehr zu retten, wenn ich das richtig zusammenfasse. Ja, und und dann kam noch das Thema Dschungelcamp auf. Und sie hat gesagt, wohl anscheinend, wenn das Interview so stimmt, dass sie ein Angebot vom RTL abgelehnt hat. What? Sag mal, Leute, könnt ihr das glauben? 20 Jahre bittet und bettelt sie, stellt sich neben jeden Prominenten, um irgendwie in die Schlagzeilen zu kommen. Und Dschungelcamp ist das Ding im Trash-Fernsehen. Und da hat sie ein Angebot abgelehnt. Sie ist dann eher in dieses Heimwerker-Format gegangen, was richtig hart zur Sache ging, wo man nicht wusste, ob es ankommt, wo jetzt auch kein großer Fame nachkam, und schlägt das Angebot vom Dschungelcamp ab. Also welchem Großvater will sie denn die Geschichte erzählen? Also meine ganz persönliche Meinung ist, das glaub ich ihr nicht. Glaubt ihr ihr das? Bevor wir noch in eine Glaubenskrise kommen, Thema Iris Klein. Da wurde ja berichtet, sie hätte jetzt alle Fotos auch von Mr. T gelöscht und er wäre in letzter Zeit nicht mehr in ihren Storys aufgetaucht. Und Weihnachten hat man ihn wohl auch auf dem Familienfoto des Katzenberger Kordales Frankhauser Clans nicht gesehen. Ja, und Iris, ich denke mal, sie wird das mitbekommen haben. Sie hatte auch angedeutet, sie müsste jetzt mal was klarstellen, bevor wieder spekuliert war. Das hat sie, glaube ich, Silvester oder den Tag vor Silvester. Und dann ein, zwei Tage später kam dann dieses Foto mit Mr. T. Also ich interpretiere das so, die beiden sind noch in love. Also meine einer wäre ja für eine Dschungelcamp-Spezialausgabe. Kann man ja irgendwo im Bottrop vielleicht auch drehen. Familie Klein, Frankhauser, Gondales, samt Wölke 7, samt Mr. T. Oh ja, dann geht's rund mit dem Junghund. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen. Und sagt mal, glaubt ihr der Wölke, dass sie ein RTL-Dschungelcamp-Angebot abgelehnt hat? Welcher Trash-Promi würde das machen? 99,9% nicht. Ich kann es mir auch nicht vorstellen, bei Fräulein Wölke. Und wie seht ihr das? Einige sagen, es ist vielleicht auch eine Show mit Iris und Mr. T. Oder sagt ihr, ja, der ist einfach nicht so dieser öffentlichkeitsgeile Kerl wie die anderen. Alle, die sich auf Instagram rumtaumeln, und Iris scheint glücklich und in love. Lasst mir auch Gedanken da, abonnieren, teilen, kommentieren, analysieren. Und ich wünsche euch ein tolles 2024. Ciao, ragazzi.